Schöpfung hast du Gemeinschaft zwischen Mann und Frau grundgelegt und ihnen die Sorge für das Leben anvertraut. Verbinde Nadja und Philipp durch unzertrennliche Liebe. Lass sie so einander immer zugetan sein und schenke ihnen Kraft, Geduld und deine Segen für die Zukunft. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Er kam zum Fuchs zurück. Nun wirst du das Geheimnis verstehen, sagte der Fuchs, das ich dir mitgebe. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Lieber Philipp, ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Braut den Bund der Ehre zu schließen? Ja. Nadja, ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deinem Bräutigam den Bund der Ehre zu schließen? Willst du deinen Mann lieben und achten und ihm die Treue halten, alle Tage seines Lebens? Perfekt. Lasset uns beten. Treuer Gott, du hast mit uns einen Bund geschlossen. Wir danken dir, dass du uns beistehst. Segne diese Ringe und verbinde die beiden, Nadja und Philipp, die sie tragen, in Liebe, in Geduld und Treue. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Sie haben sich entschieden, ihren Lebensweg gemeinsam zu gehen. Wie Magnete ziehen sie sich an. Wir bitten für sie, dass sie ihre Liebe zueinander niemals als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Jetzt wäre die Möglichkeit, dass wir das Vaterunser beten. Wenn sie möchten, wenn sie können, sitzen oder stehen, beten wir dann diesen Augenblick, dieses Gebet, dass wir alle kennen, dass Jesus uns geschenkt hat, und denken wir heute ganz besonders an euch beide.
This is your night, and everything's gonna be alright.